Der Frühling ist da, die Natur erwacht und die ganzen Aktivitäten der Lebewesen zaubert wirklich ein Lächeln in mein Gesicht. Und da darf natürlich auch der soziale Wohnungsbau nicht fehlen. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, spontan habe ich mir mal letzte Woche nochmal 3 Bienenhotels bzw. Insektenhotels besorgt. Waren im Angebot und dann dachte ich mir, gut, da hast du noch Platz. Setze die einfach mal dahin, weil es jetzt schon richtig warm ist und auch die ganzen Wildbienen. Also ich habe jetzt schon wieder neue Wildbienenarten gesehen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Die fliegen jetzt auch hier im Garten rum. Und das soll einfach eine kleine Nist- und Überwinterungshilfe für die Bienen sein. Da ist auch schon wieder eine Hummel an der Johannisbeere, aber egal. Jedenfalls habe ich die jetzt so aufgestellt, dass sie halt zur Südseite ausgerichtet sind, dass da überwiegend Sonne auch hinkommt. Da ist ziemlich der ganze Tag immer Sonne, sind auch überdacht, dass wenn es mal regnet, dass die auch schnell abtrocknen können, weil es ist halt nicht so gut, wenn es an der Stelle steht, wo es dunkel bzw. schattig ist, da gehen die Bienen ungern hin. Wenn es dann noch feucht ist, weil es nicht überdacht ist, dann kann es sein, dass die Brut dann auch anfängt zu schimmeln oder auch geschwächt wird und dann andere Schädlinge kommen und ja, sozusagen die Brut dann mehr oder weniger hindert oder auch tötet zum Beispiel. Deswegen einfach hier Sonnenseite überdacht und gut verankert, dass auch der Wind die jetzt nicht umherreißen kann, dass dann das Bienenhotel dann runterfällt. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Vor einem Monat habe ich hier die dicken Bohnen in diese Kübel reingesetzt und die sind so ziemlich alle gekommen, haben auch sämtliche kleine Fröste auch gut überstanden und jetzt bei dem Wetter wachsen die sehr gut heran, hier und in dem Kübel. Im Hochbeet sind dann auch noch einige aufgegangen, die dann zeige ich euch dann später. Und bis jetzt habe ich noch keinen Befall von Blattläusen oder ähnliches gesehen, also vielleicht wird mal die Ernte von den dicken Bohnen dieses Jahr ein bisschen üppiger ausfallen als die letzten Male. Bei sehr schönen sonnigen Wetter gönne ich natürlich auch den Pflanzen auch einige Sonnenstrahlen. Das sind jetzt hier ein paar Paprika, Chilis, Tomaten und die Physalis, von dem ich einen Steckling gemacht habe. Haben jetzt mehr oder weniger keinen Platz im Gewächshaus gehabt, aber hier draußen auf der Terrasse ist es auch recht warm, weil sich dann die Wand durch die Sonne aufwärmt. Und denen geht es hier recht gut, die fühlen sich hier wohl und wachsen auch schon sehr gut heran. Da schon überall Wespen und andere Insekten zu sehen, das freut mich wirklich sehr. Und sonst hier noch ein paar andere Jungpflanzen, die ich jetzt hier habe. Kohl, den ich noch später versetzen werde. Habe schon einiges ausgepflanzt in meine Hochbeete hier und im Schrebergarten. Hier ein paar neue Aussaaten. Da habe ich jetzt zum Beispiel Kohlrabi reingesteckt, hier rote Beete, Salate und Chinakohl. Also ich habe einen Chinakohl, den kann man anscheinend vom April bis Mai aussehen und es soll mehr oder weniger ein Sommer-Chinakohl sein und das möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren, ob der jetzt nicht mehr vorzeitig in die Blüte geht oder nicht. Einfach ausprobieren und testen, wenn es schon auf der Verpackung draufsteht, dann hier auch noch ein paar Aussaaten, ein bisschen Tagetes und weitere Blumen für Insekten habe ich hier auch einfach ausgesät. Das sind jetzt Apfelkeimlinge, also den Samen, den habe ich stratifizieren lassen. Ich habe die einfach in ein Küchentuch habe ich die eingewickelt, feucht gehalten, in eine Plastikbox rein und ab in den Kühlschrank und die sind dann über den Winter gut gekeimt. Das macht man bei Kern- und Steinobst, glaube ich, auch bei Zwetschgen zum Beispiel oder bei Indianerbananen, weil die halt einen gewissen Kältereiz brauchen, um überhaupt wachsen zu können. Und ich habe jetzt schon sehr viele Keimlinge von den Äpfeln. Mal schauen, wo sie ihren Platz bekommen. Veredeln werde ich sie nicht, weil das gefällt mir irgendwie nicht so, das Veredeln ist ein bisschen zu unnatürlich. Aber das ist ja ein anderes Thema. Und sonst hier vorne auch ein bisschen Kohl, Petersilie, den ich noch nicht ausgepflanzt habe, der überwintert jetzt auch schon
Habe ich auch bei Minusgraden draußen stehen lassen, haltet der alles aus. Hier dann noch ein bisschen Grünkohl. Habe ich letztens erst pikiert. Und da, wo die jetzt die ganzen leeren Töpfe zum Beispiel stehen, da habe ich jetzt zum Beispiel Bohnen einfach mal vorgezogen und zum Aussehen. Und dann schauen wir mal. Und hier habe ich gerade einen interessanten Freund entdeckt. Ein kleiner Schmetterling, wie schön. Die Natur erwacht und natürlich lässt der Rhabarber auch nicht auf sich warten. Der treibt jetzt hier im Halbschatten auch sehr schön aus. Ist wie immer eine sehr kräftige Pflanze. Ich weiß nicht, wie lange der schon da drin ist. Ich glaube 7 oder 8 Jahre. Dem geht es immer noch hervorragend. Und mal schauen, ob er dieses Jahr wieder in die Blüte geht. Ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren ist er mal in die Blüte gegangen. Seitdem nicht mehr. Bin mal gespannt, ob er es dieses Jahr macht oder nicht. Und sonst hier an der Terrasse habe ich noch in den Hochbeeten auch wieder Wintersalate ausgesät. Den Knoblauch, den habe ich im Winter gesteckt. Wachsen auch schon sehr gut heran, habe ich ungefähr vor 3 Wochen reingesetzt. Und ich hoffe mir dann, dass ich so Ende April schon mal die ersten Salate beernten darf. Winterportulak oder auch Postelein genannt, kann ich immer noch beernten. Die schneide ich immer ein bisschen an der Rosette zum Beispiel ab, damit die neue Verzweigungen sich bilden. Also ich reiße die nicht mit Samtwurzeln raus. So kann man die immer wieder beernten. Kann man bei Feldsalat auch beim herkömmlichen Salat auch immer machen. Ich lasse die immer ein bisschen wachsen, dann kannst du sie immer gut beernten, bis sie dann in die Blüte gehen. Und beim Winterportulak ist es ja dann auch so, wenn es dann zu warm wird, jetzt die nächsten Tage dann auch mal, weil in dem Monat, dann fängt er auch an zu blüten. Aber sonst genieße ich noch das frische Grün. Hier im ersten Hochbeet wächst jetzt bei den warmen und sonnigen Tagen der Spinat sehr schnell heran. Es sind schon einige Prachtexemplare dabei. Habe ich im Herbst damals ausgesät, im November kommt jetzt so langsam. Und im Mai, Mitte Mai wird er dann auch anfangen in die Blüte zu gehen. Ich beernte den genauso wie den Winterportulak, also ich schneide den meistens hier unten am Stiel ab, lass die Wurzeln drin, dann bilden sich weitere Verzweigungen und man kann den dann immer weiter beernten. Hier im zweiten Hochbeet habe ich mal Radieschen vor einem Monat ausgesät. Bin jetzt nicht so begeistert von den Radieschen hier. Ich weiß nicht, die haben einmal sehr starke Frostschäden abbekommen und weil ich da mal die Fensterscheibe draufgelegt habe, so ein Frühbeet daraus zu machen aus diesem Hochbeet, ist manchmal auch die Sonne zu stark gewesen und ich denke mal, dass die auch einige Sonnenbrandschäden bekommen hat und das ist eigentlich viel zu viel für sie gewesen. Deswegen, manche sind jetzt nicht ganz so gut oder so kräftig. Man lernt ja ausschließlich aus Fehlern, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber hier kann man jetzt auch schon ein bisschen sehen, dass die roten Radieschen, die jetzt weniger Schäden haben, schon sehr gut heranwachsen. Im anderen Hochbeet hier drüben zum Beispiel, da wachsen sie jetzt auch schon sehr gut heran, sind viel kräftiger. Die habe ich dann auch einfach nur so rausgeworfen, auch vor einem Monat, aber die sind früher rausgekommen, die anderen, deswegen hatte ich dann das Problem bei denen nicht. Und sonst, hier habe ich ja auch schon in einem anderen Video gezeigt, wie ich dieses Hochbeet bepflanzt habe mit Kohlrabi und Salaten, wachsen alle sehr gut heran. Ich glaube, ich hatte mal hier in einem Hochbeet, habe ich mal über 2 Tage lang ein Vlies drüber gelegt gehabt, weil es dann sehr kühl geworden ist im Februar. Und da hat sich anscheinend eine Maus an einem Kohlrabi bedient und die hat fast die ganze Reihe aufgefressen. Hat dann irgendwo hier ein Loch gegraben, ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Und ich habe einfach mal den Kohlrabi nochmal weiter nachgepflanzt. In den beiden letzten Hochbeeten habe ich dann noch am Rand dicke Bohnen
reingesetzt. Einerseits als Direktaussaat, die sind jetzt auch langsam gekommen, das sind die kleineren Pflanzen. Die anderen, die habe ich in Töpfe kultiviert und habe sie dann hier ins Hochbeet mit reingesetzt. Und das immer so am Rand. Dann hier auch noch der Salat und der Kohlrabi. Der ist aber auch schon länger drin, haben auch schon jeglichen Frost überstanden. Und genau das gleiche hier an den Ecken, auch nochmal die dicken Bohnen ausgesät. Dort hinten in der Ecke überdacht habe ich im Herbst bzw. Anfang Dezember, habe ich dort einen Brutkasten aufgehängt. Ist eine Bruthöhle für Stare und dreimal dürft ihr raten, was ich letzte Woche entdeckt habe. Da sind jetzt zwei Starenpärchen eingezogen. Jeden Morgen fangen die an zu singen und es ist wirklich wunderschön. Also ist bei der ersten Begegnung mit diesen Vögeln auch so richtig nahe. Und es ist einfach nur wunderbar und kann man fast gar nicht in Worte beschreiben. Deswegen habe ich mal ein paar Aufnahmen gemacht und die dürft ihr euch jetzt gerne mal anschauen. Diese schöne Pflanze ist Phacelia, eine super Gründüngungs- und Bienenpflanze und die kommt bei mir auch überall wild auf, ist schon überall in den Beeten. Ich lasse sie immer ausblühen, die Samen verteilen sich dann einfach und ja, der macht ja, starke Fröste oder auch kühlere Tage wenig aus. Also bei starken Frösten friert zwar das obere ab, aber meistens, wenn es dann wieder wärmer wird, dann kommen sie wieder, dann keimen wieder neue ja, Pflanzen hervor. Und selbst Minusgrade, zum Beispiel bei minus 5 Grad, da machen die Blätter nur ein bisschen schlapp, aber die kommt dann wieder, wenn es wärmer wird. Also wie gesagt, Phacelia ist eine wirklich schöne Gründüngungs- und Bienenpflanze. Wie ich finde, ein starker Dauerblüter und für mich gehört er jetzt einfach schon mit zum Garten dazu. Vor 3 Tagen habe ich in der Kompostdecke auch was sehr Interessantes entdeckt. Und zwar kommt jetzt hier aus dem Thermokomposter auch schon Phacelia einfach raus, den lasse ich auch einfach hier wachsen, ist ja gut für die Bienen und hilft dann auch bestimmt den Kompost ein bisschen durchzulockern und fördert bestimmt auch die Verrottung, möchte ich mal einfach ausprobieren. Und auch hier in der Ecke habe ich auch schon was entdeckt, da ist auch schon weiterer Phacelia Samen sind hier aufgekeimt, lasse ich auch einfach wachsen, außer mein Vater macht sie dann einfach weg, dann ist es halt eben so. Aber da sieht man, wie gut die Keimfähigkeit ist. Einfach mal ausblühen lassen, ein paar Samen nehmen und irgendwo hinwerfen. Die keimen sofort und das ist wirklich eine super Pflanze für Bienen und auch eine wirklich sehr gute Gründüngungspflanze. Bildet sehr gutes Wurzelwerk und auch sehr gute Blattmasse. Schauen wir uns jetzt noch ganz schnell die Nordseite des Hauses an. Also hier die Goji-Beeren, die treiben jetzt auch schon bei dem Wetter gut aus. Und hier, wie bereits erwähnt, habe ich ja noch nach weitere Bienenpflanzen gesucht oder Insektenpflanzen oder Schmetterlingspflanzen und habe dann auch von meinem Freund Artischocken bekommen. Also hätte ich noch in der Voranzucht gehabt, habe ich hier reingesetzt. Mal schauen, ob die das übersteht. Es soll Winterart sein, wenn man sie entsprechend schützt. Und wenn man hier weitergehen, sollte ich vielleicht noch ein bisschen die Bodendeckerpflanzen entfernen, dass sie vielleicht nicht ganz so stark die Goji-Bären-Stecklinge behindern am Anwachsen. Hier habe ich eine reingesetzt. Hier. Und da sind noch irgendwo 2 weitere. Die haben alle die minus 15 bis 20 Grad im Winter überstanden und treiben jetzt ganz schön gut aus. Hier bei den beiden Beeten vom Gewächshaus habe ich auch überall Salat mit reingesetzt, den ich vorgezogen habe. Es ist das gleiche wie im Hochbeet. Muss jetzt nicht unbedingt ja, im Detail zeigen. Sonst geht hier noch ein bisschen Zwiebeln, Knoblauch,
auch mit raus, den ich hier gesteckt habe im Herbst. Und hier ist auch noch ein bisschen Feldsalat. Den lasse ich jetzt einfach in die Blüte gehen, damit ich wieder Samen habe fürs nächstes Jahr. Und dann werde ich auch mal schauen, wie ich dann dieses Jahr Feldsalat anbauen werde. Wahrscheinlich in Quickpots, weil die Direktaussaat ist mir nicht so gut gelungen. Aber noch ganz kurz zur Voranzucht. Es ist April. Ihr habt immer noch genug Zeit für Aussaaten von allen möglichen. Okay, bei Paprika, Chili und Auberginen, die brauchen halt recht lange. Da wird wahrscheinlich die Ernte nicht mehr ganz so ertragreich, wie wenn ihr jetzt zum Beispiel im Februar oder im Januar angefangen hättet. Aber sowas wie Tomaten, Gurken, Zucchini, Kürbisse, Melonen, die kommen bei warmen Tagen recht schnell. Also alles mit der Geduld, alles mit der Zeit. Keine Hektik machen, kann man alles jetzt noch aussehen. Und wie gesagt, wenn es wärmer ist, die wachsen dann richtig schnell heran, werden auch kräftig. Man hat vielleicht ein paar Wochen später seine Ernte, je nachdem, wo man sie anbaut, ob man Gewächshaus oder im Tunnel oder draußen im Freiland. Aber einfach keinen Stress machen. Sowas wie Kohl, Salate kann man jetzt auch alles aussehen. Zum Beispiel auch Sommersalate würden jetzt auch wunderbar gehen, weil diese Wintersalate, die würden jetzt dann in die Blüte gehen, wenn man die jetzt aussehen würde. Aber sowas wie Fenchel, Möhren, rote Beete, Sellerie, die ganze Bandbreite steht einem noch zur Verfügung. Und in diesem Sinne gehen wir jetzt mal ganz kurz ins Gewächshaus und dann zeige ich auch, wie es bei mir da drin ausschaut. Jetzt noch ein kleiner Einblick ins Gewächshaus. Hier stehen die ganzen Jungpflanzen, die ich jeden Tag vom Haus hier ins Gewächshaus reintrage, damit die Sonne tanken können und sich ein bisschen abhärten, keine Sonnenbrände bekommen. Hier, das sind die ganzen Tomaten, das sind insgesamt 8 Platten, ungefähr 160 Pflanzen. Und hier sind dann auch überall woanders auch noch Pflanzen. Also ich habe insgesamt so 200 bis 250 Tomatenpflanzen, die ich jetzt hier in der Voranzucht habe. Viele entwickeln sich sehr gut, sind sehr stark. Hier dann noch Kurkuma und Ingwer in der Voranzucht. Auch habe ich schon mit Melonen und Gurken angefangen. Die sind auch im Haus aufgekeimt, habe ich dann sofort hier reingestellt, als sie aufgekeimt sind. Dann natürlich auch das übliche Paprika, Chilis. Das ist ein Traubensteckling, den ich gemacht habe. Der hat ein paar Sonnenbrandschäden abbekommen, ist aber nicht ganz so schlimm. Und sonst auch Auberginen sind mit dabei. Hier auch nochmal Ingwer, der ist ganz schön groß. Den werde ich dann in die Kübel setzen oder ins Hochbeet. Und hier auch nochmal meine Süßkartoffeln. Damals habe ich Stecklinge gemacht. Sind jetzt auch von den 15 Stecklingen, die ich gemacht habe, sind 3 angewachsen und gekommen. Die werde ich dann ins Hochbeet reinsetzen. Das sind auch sehr wärmeliebende Pflanzen. Und sonst habe ich dann auch schon angefangen mit Kürbisse und Zucchini. Und ich habe spezielle Kürbisse von einem Freund bekommen. Danke Thorsten vielmals. Bin mal gespannt, wo ich die Kürbisse hinsetze und wie sie dann letztendlich ausschauen werden. Bin da sehr, sehr gespannt, was du mir da erzählt hast. Also er hat mir gesagt, er hat Kürbisse, die Sorten sind 850 Jahre alt. Bin mal sehr gespannt, wie die wachsen werden. Freue mich da schon richtig und bereite dementsprechend das gute Beet dafür vor. Und hier auch nochmal ein bisschen kleines Hobby nachgehen. Das sind Feigen, die ich aus Samen gezogen habe. Es ist immer sehr schön, hier im Schrebergarten zu sein. Es ist sehr abgelegen und die ganzen Vögel hier singen zu hören, ohne irgendwelchen Lärm von unserer zivilisierten Gesellschaft. Das ist schon wirklich was Einzigartiges. Und ja, langsam erblüht auch hier der Schrebergarten. Jetzt ein neuer Kraft. Also hier haben wir eine Pawpaw, also eine Indianerbanane. Und die treibt jetzt auch schon langsam aus bei dem warmen Wetter.
kann man ein bisschen an den Knospen erkennen, dass die so ein bisschen angeschwollen sind. Sonst bei den anderen Bäumen habe ich jetzt auch ein bisschen geschaut. Manche treiben noch nicht ganz so aus, jetzt zum Beispiel hier bei der Feige. Weiß nicht, ob es ihr zu kalt gewesen ist. Das ist ja die Roi de Bordeaux. Ist sehr winterhart. Jetzt sind ein paar Knospen. Ich glaube, doch ein paar Winterschäden abbekommen. Denkt mal, dass die dann irgendwo neu austreiben wird. Bin mal gespannt, wo. Sollte aber sie sehr gut überstanden haben. Also, wie gesagt, das Holz ist nicht ganz so morsch oder abgetrocknet, wie es bei Frostschäden normalerweise üblich ist. Und ein paar Knospen kann man schon erkennen, dass die langsam anschwellen. Sonst die Kiwis haben es auch so gut wie es geht überstanden. Hier, die ist zwar jetzt ein bisschen klein, aber die treibt jetzt auch schon langsam aus. Hier die Granatäpfel, hier ist einer, hier und der andere ist da vorne. Da, die lassen sich noch ein bisschen auf sich warten. Wie gesagt, es ist gerade mal Anfang April. Gibt den Pflanzen noch ein bisschen Zeit und muss auch ein bisschen geduldig sein. Hier ist es die chinesische Dattelpalme. Da bin ich jetzt auch schon langsam gespannt, wann die austreiben wird, ob sie es geschafft hat. Hier die zwei Maulbeeren. Ich denke, für die war es überhaupt kein Problem. Also da gibt es auch schon einige Knospen, die anschwellen und langsam austreiben. Die haben es auch sehr gut überstanden. Hier unten, das ist jetzt eine weitere sibirische Kiwi. Das ist die männliche Adam. Da kann man auch schon sehen, dass die Knospen austreiben. Hier drüben habe ich dann mal Beinwell gesetzt. Einfach so für die Vielfalt. Auch ein bisschen gegen Wühlmäuse, einfach die Pflanzenvielfalt zu erhalten. Und sonst Beinwell ist ja auch eine sehr gute Mischkulturpflanze, unterstützt sehr viele andere Bäume und Gewächse. Hier habe ich dann auch unter der Maulbeere Gebirgsbohnenkraut reingesetzt und Oregano. Genauso wie hier ich nochmal für die Bienen unter den Maulbeer Oregano und Jassop reingesetzt habe, auch wieder ein bisschen Vorbeugung gegen die Wühlmäuse, einfach die Pflanzenvielfalt erhöhen. Hier kommen jetzt auch schon die ersten Blüten von den Wildkräutern raus, finde ich auch sehr schön. Dann hier ist auch nochmal eine sibirische Kiwi, die kommt jetzt auch schon langsam raus und die ganzen Johannisbeeren, die ich hier gesetzt habe, die treiben genauso wie bei uns im Garten, bei meinen Eltern, treiben die auch sehr schön aus. Was ich jetzt auch noch die letzten Tage und Wochen gemacht habe, ich habe jetzt hier die Hochbeete bepflanzt mit frühen Salat und rote Beete, die haben auch schon Fröste abbekommen, hat denn überhaupt nichts ausgemacht, habe hier eigentlich alles voll gepflanzt, sollte normalerweise alles okay sein, auch ein bisschen Fenchel ist mit dabei, bei hier auch nochmal unter der Pflaume, die schon im Schrebergarten war, Beinwell und Bärlauch, einfach ein bisschen Schatten wird dann der Bärlauch bekommen, wenn die Zwetschge hier dann austreibt und dann Blätter hat, fängt jetzt auch schon an auszutreiben. Hier das Hochbeet habe ich jetzt auch schon bepflanzt, genauso wie mit Kohlrabi, da sind schon einige Schnecken, werde ich jetzt gleich mal nachschauen, wo sie sich hier verstecken. Auch wieder Kohlrabi, rote Beete, Salate, das Übliche halt, was man jetzt hier in der zu der Zeit jetzt noch alles setzen kann. Die sind halt ein bisschen beständiger. Hier unten kann man das aussehen, dass hier jetzt die Schnecken aktiv sind, sogar bei dem Brennnessel. Bin ich sehr verwundert, dass sie das überhaupt machen. Hier dann noch meine Wildheidelbeeren. Die treiben jetzt auch schon langsam aus. Finde ich auch sehr schön. Hier drüben die Pfirsich. Da kann man auch schon einige Knospen sehen. Also wie gesagt, es wird schon wärmer. Die Pflanzen kommen, ist sehr schön. Hier hinter der
Pfirsich auch überall Kohlgewächse. Das ist nicht nur Kohlrabi, wird auch Rotkohl mit dabei sein, Salat und rote Beete. Alles wie auch bei den Hochbeeten, genauso wie hier. Also ich war schon ziemlich fleißig, sehr viel bepflanzt. Einfach um die verfrühte Ernte schon mal zu haben, weil der Salat, der braucht nicht so lange. Dann schauen wir mal, was da noch alles, was ich hier noch alles reinpflanzen werde. Hier in dem Hochbeet habe ich noch am Rand Zwiebeln reingesetzt, die ich vorgezogen habe. Kann man jetzt vielleicht nicht ganz so gut sehen, wird man dann später sehen können. Da auch wieder Salat, rote Beete, Fenchel, Kohlrabi, gleiche Prozedere. Und dann, wenn wir noch hinten rausgehen, dann habe ich hier jetzt noch vor der Sauerkirsche, habe ich hier noch mal ein bisschen Kohlrabi reingesetzt oder Rotkraut oder Blumenkohl, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, das schaut ziemlich ähnlich aus, aber ich denke, das wird hier Kohlrabi sein, habe ich hier einfach ausprobiert. Und hier an der Fläche habe ich jetzt ein bisschen Radieschen ausgesät und ein paar Sonnenblumen hinten an der Seite, einfach für Insekten und Bienen. Und dann bin ich auch mal gespannt, wann die aufkeimen werden. Ich habe hier eine Direktaussaat gemacht. So, hinter mir in den Hochbeeten auch nochmal sozialer Wohnungsbau für die Wildbienen. Habe im Dezember ein paar Löcher reingebohrt. Mal schauen, ob sie es annehmen oder nicht. Wie gesagt, man tut ja nicht alles für seine Bienchen und Insekten, weil die helfen mir natürlich auch mit dem Garten. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Das hilft mir wirklich sehr, weiter den Kanal auch aufzubauen. Gerne könnt ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren und dabei auf die Glocke drücken, da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr das Video verbreitet, Freunden, Bekannten und Familien von mir und meinem Projekt erzählt und es auch auf Social Media Plattformen teilt, einfach um die Aufmerksamkeit und die Verbreitung von diesem Projekt auch zu erhöhen. Und natürlich lebe ich auch davon und versuche das Projekt auch damit weiter aufzubauen. Könnt ihr auch gerne das Projekt unterstützen, habt dafür auch Sachen wie PayPal oder auf meiner Webseite findet ihr auch viele verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten, wie ich für euch weiterhin Videos machen kann und mich dann mehr in der Natur widmen darf. Wie gesagt, alles fließt in das Projekt rein, weil es mir Spaß macht und ich hier jeden Tag im Garten irgendwas mache. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch wunderbare und schöne Tage. Viel Erfolg bei euch im Garten, bei euch mit den Pflanzen, mit der Vorzucht und was auch immer da alles auf euch zukommt. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.